Was geht ab, liebe Wrestling-Fans? Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Monday Night Raw. Heute steht wieder einiges an Action auf dem Plan, wie zum Beispiel zwei Qualifikationsmatches für die Hardcore Championship sowie Wade Barretts Challenge gegen Ludwig Kaiser. Doch anscheinend starten wir direkt mit dem ersten Qualifikationsmatch für die Hardcore Championship. Zuerst kommt hier JD McDonagh zu Ring. Er wird auf Tommaso Ciampa und Karrion Kross treffen und interessanterweise trägt er hier ein Judgment Day Outfit, obwohl er eigentlich gar nicht so recht zum Judgment Day gehört, zumindest wenn es nach Damian Priest geht. Aber vielleicht, ganz vielleicht, kann er sich mit einem Sieg heute einen Platz bei Judgment Day sichern oder spätestens vielleicht bei Hell in a Cell, wer weiß. Auf jeden Fall wird JD McDonagh wohl einen ziemlich guten Plan haben müssen, denn wenn er Damian Priest überzeugen möchte, muss er heute einfach gewinnen. Und hier haben wir auch schon den nächsten Teilnehmer. Tommaso Ciampa kommt mit No One Will Survive zum Ring. Und das wird wahrscheinlich heute auch sein Ziel sein. Niemand wird überleben. Naja, außer er natürlich. Er gilt für mich als einer der Favoriten auf das Match bei Hell in a Cell. Ich möchte gar nicht parteiisch sein, aber Tommaso Ciampa als Hardcore-Champion, das wäre schon ziemlich genial. Und der letzte Teilnehmer darf natürlich auch nicht fehlen. Karrion Kross, der in der letzten Woche schon angekündigt hat, dass das kein Zuckerschlecken wird für Tommaso Ciampa und JD McDonagh. Der darf natürlich jetzt auch nicht fehlen. Aber erstaunlicherweise lässt er sich ganz schön viel Zeit. Oh mein Gott, ein Backstage-Angriff. Karrion Kross wird hier von einer unbekannten Person attackiert, blutet und liegt bewusstlos am Boden. Was bedeutet das und kann er überhaupt am Match teilnehmen? Sieht zumindest nicht danach aus. JD McDonagh und Tommaso Ciampa stehen im Ring. Die Ringglocke wird geläutet. Das bedeutet, Karrion Kross ist erstmal raus aus dem Match. Es wird ein Match zwischen Ciampa und JD McDonagh. Und Tommaso Ciampa geht hier mal direkt in die Vollen. Was hat er vor? Ciampa packt hier natürlich einen DDT auf den Apron aus. Na klar, warum nicht? Geht weiter mit ein paar gezielten Schlägen gegen den Kopf. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Match ohne Regeln, ein No-Holds-Barred-Match. Alles ist erlaubt, Waffen, Eingriffe, alles kann passieren. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Judgment Day heute eingreift. Auch wenn ich nicht glaube, dass Damian Priest sich hier blicken lässt. Der hält ja nicht allzu viel von JD. Ciampa verlässt den Ring, lässt JD in der Ringecke. Oh Gott, das war knapp für Tommaso. Packt hier natürlich den Baseballschläger aus. Setzt zum Cover an. Eins, nein, das war es natürlich noch nicht. Der Baseballschläger wird schon aber recht früh im Match genutzt. Also es wird auf jeden Fall, denke ich, zur Sache gehen. Wieder ein Schlag gegen den Kopf. Erneut der Baseballschlag und JD blutet, wie es scheint. Wieder. JD ist chancenlos. Rohe Gewalt von Ciampa. Ich glaube, so haben wir ihn tatsächlich noch lange nicht mehr gesehen. Wenn nicht sogar noch nie. Und eigentlich ist es auch ein gewagtes Match für Ciampa. Der gute Mann ist eigentlich verletzungsanfällig wie kein anderer. Er war schon des Öfteren mal verletzt in der Vergangenheit. Ich würde es nicht wundern, wenn ihm das heute zu Verhängnis wird. Okay, German Suplex auf den Tisch. Alter Schwede, das nimmt ja Ausmaße an. Kleiner Brawl hier von beiden und Tommaso Ciampa liegt auf dem Boden. Widerschläge von JD. So langsam kommt er gut ins Match, muss man sagen. Elbow. Jetzt ist er an der Reihe mit dem Baseballschläger. Haut hier Tommaso Ciampa mehrfach eine drauf. Er zimmert er richtig drüber. Aber nicht mit Ciampa. Aktion gegen den Rücken. War es das schon? Eins, zwei. Nein, Ciampa kann noch nicht gewinnen. JD gibt einfach noch nicht auf. Das Knie ins Gesicht. Wir dürfen nicht vergessen, JD ist schon angeschlagen, blutet im Gesicht.
Der Kopf ist nicht mehr wirklich gut. Aber das hindert natürlich Ciampa nicht. Er will weitermachen. Geht wieder, aber JD kontert, rollt sich weg. Zeigt dir einen erstklassigen Enzugiri, wie es scheint. One, two, nein, Kickout. Da muss Ciampa natürlich sich erstmal rausrollen. In Sicherheit gehen. Wird nach draußen befördert. Was ist der Plan von McDonough? Oh, Ziel verfehlt. Da hat Ciampa sich nochmal weggeduckt. Konnte nochmal in Sicherheit gehen, hat keine Waffe gefunden gerade. Eieiei. Back Suplex. Oh na. Wieder. Baseballschläger ist in diesem Match einfach unverzichtbar. Beide nutzen ihn. Ciampa kann den Schlag abwehren. Beide lieben anscheinend den Baseballschläger. Ich weiß auch nicht. Es gibt noch mehrere Waffen, Jungs. Aber anscheinend ist das die effektivste Wahl heute. Ist auf jeden Fall ein guter Start fürs erste Match. Tommaso Ciampa kann hier entkommen aus der Submission. Die Action soll jetzt wieder nach drin verlagert werden. Tommaso holt einen Stuhl. Okay, ungewöhnlich. Keine Lust mehr auf den Baseballschläger. Wieder der Ansatz zum Submission, aber auch wieder der Konter von Ciampa. Wieder eine Ringseile. Diesmal packt JD den German Suplex aus. Eins, nein. Entgegen von Ciampa, aber jetzt packt er erstmal den Foot Stomp aus. Sledgehammer-Schläge hier, das ist nicht gesund für Ciampa. Das ist nicht wirklich gut. Und jetzt hier, JD Post stolz und weiter geht die Fahrt. Ich glaube, das wird Ciampa nicht mehr lange mitmachen können. Er doggelt auch schon, reißt jetzt den Sledgehammer an sich. Und jetzt ist er an der Reihe. Aber ein Schlag, reicht das schon? Eins, nein. Beide sehr zäh gebaut. Geben nicht auf. Ich glaube, Mick Foleys Auswahl für die Jungs war perfekt. Und er kann sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass das kein spannendes Match ist. Jetzt ist Ciampa, der hier postet. Ich fasse es nicht. Mehrere Schläge wieder. Was macht denn Ciampa jetzt hier? Er kontert. Er kontert JD aus. Der vermeintlich sein Signature oder Finisher zeigen wollte. Ich bin mir gar nicht so sicher. Was plant Ciampa jetzt? Plant er? Er plant auch nicht etwa. Aus dem Ring zu fliegen? Nein! Oh Gott! Eiskalt auf dem Boden. Ciampa ist aus Stahl. Das macht ihm gar nichts aus. Wirft JD halt auch wieder einfach in den Ring, ne? Gezielter Schlag gegen den Kopf, der kommt auch noch hinterher. Wow, auf den Stuhl. Das muss es sein. Eins, zwei, drei. JD hat das Match gewonnen, hat sich für Hell in a Cell qualifiziert. Damit dürft ihr den Beitritt zu Judgment Day ein Stück weiter sein. Das war schon ganz beeindruckend. Er ist Teil von Hell in a Cell, das Irish Ace JD McDonough. Das dürfte auch seinen Mentor Finn Balor glücklich machen. Weiter geht's hier mit Blair Davenport. Die hat heute aber eigentlich gar kein Match. Ist ja auch in Ringkleidung gekleidet. Was hat sie vor? Letzte Woche hat sie Rhea Ripley niedergeschlagen. Was möchte sie heute tun? Sie hat kein Match, wie gesagt. Was macht sie hier?
We are. Du erinnerst dich noch daran, als du gesagt hast, ich soll auf meinen Rücken aufpassen, aber sieh mal, wer letzte Woche zuerst auf die harte Realität gestoßen ist. Ich hasse Drohungen und kann so etwas nicht akzeptieren. Aber ich habe eine kleine Botschaft für dich, Uya. Ich möchte ein offizielles Match gegen dich und am liebsten heute Abend. Also, warum kommst du nicht raus und stellst dich deiner Realität? Blair, ich habe nicht erwartet, dass du so weit gehen würdest. Du hast mich überrascht, Respekt. Aber durch deine hinterhältige Attacke bin ich weder heute noch nächste Woche freigegeben. Aber ich habe eine Überraschung für dich, nämlich einen Deal. Nächste Woche triffst du auf eine Gegnerin meiner Wahl. Gewinnst du, bekommst du dein Match gegen mich bei Hell in a Cell. Und wer wird mein Überraschungsgegner sein, Rhea? Das wirst du nächste Woche sehen, Blair. Sonst wäre es doch keine Überraschung mehr. Ich kann dir jedoch so viel verraten. Du wirst es garantiert nicht einfach haben. Streng dich an. Denn wenn du verlierst, war dies deine einzige Chance auf meinen Titel. Wow, Blair Davenport hat zwar diese Woche kein Match, bekommt aber nächste Woche die Chance gegen eine Gegnerin von Rhea's Wahl. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird, ich habe gar keine Idee. Rhea hat auch eigentlich gar keine Freunde. Als nächstes kommen wir aber erstmal zu einem WWE Recap Match, was bei SmackDown stattfand. Auch hier ging es um die Qualifikation für das Hardcore Championship Match bei Hell in a Cell. Zunächst kommt hier Solo Sikoa rein, der es mit Riddick Moss und Pete Dunne zu tun hatte. Und auch die Hardcore Championship könnte natürlich ein gutes Zeichen für die Bloodline sein, zumindest die Bloodline, die noch verbleibt. Zunächst ist hier Riddick Moss am Start, eigentlich ein unscheinbarer Superstar. Ich bin mir gar nicht sicher, warum Mick Foley ausgerechnet ihn ausgewählt hat. Dabei ist Riddick Moss gar nicht so der Hardcore-Wrestler oder irgendwas mit Waffen. Ich bin sehr gespannt, was er heute so zeigen wird. Der letzte Mann, Pete Dunne, darf natürlich nicht fehlen. Und wenn einer sich mit solchen Matches auskennt, wenn auch nicht ganz Hardcore-mäßig, sondern eher sadistisch, dann ist es er. Und hier neben Solo ist auch Pete Dunne tatsächlich mein Favorit für heute. Wenn nicht sogar der Favorit. Solo Sikoa mit einem WWE Hardcore Championship kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Aber Pete Dunne, ich glaube, wir alle wollen das sehen, oder? Alle drei stehen sich jetzt gegenüber. Und die Ringrichter läutet das Match offiziell an. Solo steht noch einige Zeit kurz da, während Butch und Riddick Moss schon aufeinander losgehen, parkt jetzt hier aber den Headbutt gegen Butch aus, beziehungsweise Pete Dunne. Erster Pinversuch auch hier von Pete Dunne. Ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied, wenn drei Leute im Ring stehen, eines ähnlichen Kalibers, die ähnlich viel drauf haben. Riddick Moss schnappt sich auch erstmal einen Kendo-Stick, geht wieder rein in den Ring, während Pete Dunne hier, ja, durch die Finger hier von Solo bearbeitet. Headbutt hier, schöne Kopfnuss. Oh, Armbar. Ja, ich glaube, solche Aktionen werden wir hier häufiger sehen von Pete Dunne. Aber Riddick Moss, der nutzt jetzt seine Chance, während Solo sich aus dem Ring rollt. Jetzt ist hier Riddicks Zeit. Feiert sich hier auch, wird aber unterbrochen und in die Seile geworfen. Oh, schöner Samoan Drop. Und direkt die Clothesline. Das ist die Antwort von Pete Dunne. Aber der Pin geht trotzdem nicht durch. Bierhack von Riddick Moss. Okay, bringt ihm aber wenig. Jetzt ist Solo hier derjenige, der angreifen wollte, aber wird niedergestreckt von einem DDT. Und Pete Dunne holt die Leiter. Der ist ihm gefallen. Ich weiß auch nicht, warum er sie dann geholt hat. Oh. Beinharte Action hier.
Riddle, geh doch in den Ring. Baseballschläger auch hier wieder sehr präsent. Riddle geht hier in die Vollen. Bitter End. Und der Pin. Solo kann wenig machen, liegt auf dem Boden. 1, 2, nein, war es noch nicht. Jetzt der Big Boot hier gegen Solo, der blutet. Ist erstmal außer Gefecht gesetzt und dann geht hier auf Riddle los. Waffen sind auch hier wieder legal. Auch das ist ein Extreme Rules Match bzw. No Holds Barred Match, ein Match ohne Regeln. Und wer von den dreien wird JDs Gegner bei Hell in a Cell? Es ist ein sehr ausgeglichenes Match. Ich kann noch keinen Sieger hier festmachen. Aber aktuell, gerade sieht es ja noch Solo aus. Auch wenn es wirklich sehr ausgeglichen ist. Mehrere Schläge von Solo mit dem Baseballschläger. Wie gesagt, auch das hier ist wirklich eine präsente Waffe in diesem Match. Close Line von Butch. Das Match geht jetzt draußen weiter. Oh, der Monkey Flip sollte folgen. Schulterblock auch. Natürlich eine Aktion von Riddle, die ihn ausmacht. Läuft Solo in die Barrikade. Schöner Spinebuster auf den Hallenboden. Ist das hier heute wirklich Riddles Zeit? Nee, denkt sich Solo und wirft ihn auch in den Ring. Der hat Solo nur abgewartet. Also es ist auch wirklich wichtig, sich hier die Zeit zu nehmen, zu gucken, zu analysieren, was macht der Gegner, was macht der Feind, wann greife ich an, wann ziehe ich mich raus, und genau das beherrscht Solo. Er ist das Nummer 1 Problem von SmackDown. Jeder sollte ihn auf den Schirm haben, denn dieser Mann, der gerade den Samoan Drop zeigt, das ist auf jeden Fall auch die Zukunft der WWE. Und auch ein Roman Reigns sollte sich in Acht nehmen, wie er mit Solo Sikoa umgeht. Pete Dunne beißt hier in die Finger von Solo. Wieder gegen die Beine die Aktion von Riddle. Also sehr schwer, hier heute einen Sieger ausfindig zu machen. So, und Spike geht nicht durch. Harte Aktion hier von Riddle. Der nutzt jetzt auch mal die Zeit für den Pin. Aber geht das durch oder ist Butch schneller? Ja, Butch ist schneller. Wird hier den Bitter End zeigen. Aber Solo schaut sich das an. Ganz in Ruhe. Macht nichts. Doch, greift hier erstmal Pete Dunne an. Gelingt der Spike? Ja, der Samoan-like-Spike gelingt. 1, 2, nee. Er mobilisiert all seine Kräfte und kickt aus dem Pin aus. Solo ist nicht der Gewinner. Zumindest noch nicht. Oh, schöner Back-Suplex. Solo schnappt sich hier den Kendo. Kann aber nichts machen. Mehrere Tritte gegen die Bauchregion. Schöne Clothesline von Butch bzw. Pete Dunne. Baseballschläger ist wieder im Einsatz. Solo fliegt daneben. Werkansatz von Solo geht nicht durch, gelingt ihm nicht. Auch er wird jetzt Opfer vom Baseballschläger. Wie ich sagte, bereits beim Einzug von Pete Dunne, er ist einer der sadistischsten Superstars in der ganzen WWE. Und wenn er gewinnt, dann muss sich JD auf was gefasst machen. Und ich glaube langsam auch so, Mick Foley wird hier nicht ohne Grund in das Match genommen. Ich glaube, er gilt für Mick Foley als einer der Favoriten. Aber jetzt ist erstmal Solo an der Reihe. Feiert sich hier, hypt sich hoch. Aber noch ist das Match nicht vorbei. Jetzt ist Riddle wieder im Schachzug. Oha.
kommen, das muss es sein, oder? Das wäre die Überraschung des Abends. Eins, zwei, nein. Pidan war schneller. Was macht er? Haut hier sein Signature raus und kann das schon sein? Eins, zwei, drei. Das Match ist tatsächlich durch. Pidan hat gewonnen. Pidan ist der Gegner von JD McDonagh. Kann sich jetzt auch zurecht feiern lassen. Das war eine sagenhafte Leistung. Am Ende konnte Solo einfach nicht mehr eingreifen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. JD McDonagh gegen Pete Dunne um die Hardcore Championship. Austin, ich muss ehrlich sein, ich bin enttäuscht von deinen letzten Leistungen. Du hast die beiden letzten Main Events verloren, obwohl ich beim Draft gesagt habe, dass du die Zukunft von Raw bist. Willst du, dass ich mich blamiere? Kurt, das ist nicht fair. Ich hatte wirklich harte Gegner. Das mag sein, aber du musst zeigen, dass du der Erwartung gerecht werden kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich ein guter Draw für Raw bist. Kurt, ich verstehe, was du sagst. Ich will beweisen, dass ich es drauf habe und deshalb habe ich einen Vorschlag. Oh, wirklich? Und welchen Vorschlag hast du? Ich möchte nächste Woche eine weitere Chance haben. Sollte ich wieder verlieren, dann muss ich akzeptieren, dass ich nicht der bin, der ich dachte zu sein und versuchen, mich neu zu finden. Das klingt nach einem fairen Vorschlag, Austin. Aber wen hast du im Sinn für dein nächstes Match? Auch wenn ich bereits gegen zwei harte Kaliber verloren habe, aber ich denke, es sollte wieder jemand Großes sein. Jemand, der ein echtes Warm-up vor Hell in a Cell gebrauchen kann. Und wen stellst du dir da vor? Seth freaking Rollins. Du bist mutig, Austin, aber ich mag deinen Enthusiasmus. Du bekommst dein Match gegen Seth Rollins nächste Woche. Nutze diese Gelegenheit, um zu beweisen, dass du wirklich die Zukunft von Raw bist. Danke, Kurt. Du wirst sehen, ich werde es schaffen. Austin Theories letzte Chance, wie es scheint, gegen Seth Rollins. Ich glaube, der Mann ist auf jeden Fall sehr verrückt. Aber wir werden es sehen nächste Woche. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Finale der Show. Wade Barrett's Challenge gegen Ludwig Kaiser. Und wenn Wade Barrett es schafft, Ludwig Kaiser zu besiegen, dann wartet Gunther auf ihn. Und ich glaube, das Match bei Hell in a Cell wird sehr, 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 sehr hart. Beide sind nämlich sehr, sehr gute Schläger, können gut austeilen, sowohl Gunther mit seinem Chop, aber auch Wade Barrett mit seinem Elbow, beziehungsweise Bullhammer. Und das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Match. Da stehen auch schon Ludwig Kaiser mit Giovanni Vinci, der letzte Woche gegen Wade Barrett verloren hat. Natürlich ist er auch heute hier, um an Ludwig Kaisers Seite zu stehen. Das ist klar. Imperium lässt sich nicht im Stich. Jeder steht für jeden ein. Die Matte ist für jeden von ihnen heilig. Und natürlich ist es heute das Ziel, Wade Barrett davon abzubringen, gegen Gunther anzutreten. Der Ringrichter zählt das Match an und die Challenge von Wade Barrett geht offiziell los. Geht auch direkt auf Ludwig Kaiser los, der direkt am Boden liegt, okay. Wade Barrett ist jetzt nochmal ein bisschen besser in Form als letzte Woche. Das war so gesehen sein Warm-up gegen Giovanni. Und heute, ich glaube, heute ist er ein bisschen mehr routiniert. Konnte ein bisschen mehr Rost abschütteln, auch wenn er jetzt natürlich am Boden liegt. Ludwig Kaiser war während der Abwesenheit von Wade Barrett, als dieser Kommentator war, natürlich häufiger im Ring als er. Deswegen ist da natürlich noch ein bisschen mehr Routine drin. Aber Wade Barrett, wie gesagt, ich glaube, heute ist so die Zeit, wo er wieder sein Feuer entfachen könnte. Wird aber wieder auf den Boden geworfen. Also aktuell, nach dem guten Start, sieht es nicht so rosig aus für ihn. Muss ich da auch erstmal aus dem Ring rollen. Sollte aber auf Giovanni Vinci aufpassen, aber nein. Er kann erstmal ausweichen und da ist auch schon Giovanni Vinci, der aber sein Fett wegbekommt. Er sollte auch Acht geben. Wade Barrett hat ihn letzte Woche besiegt. Liegt aber wieder auf dem Boden. Beide, Giovanni Vinci und Ludwig Kaiser, perfektionieren hier Tag Team Wrestling. Und das ist mehr als eine Partnerschaft auf jeden Fall. Ringrichter ist schon bei 5. Was ist der Plan von Ludwig Kaiser? Die sind jetzt nähe der Stage. Soll das dann Sieg per Countdown werden? Das wäre aber nicht sehr heilig, finde ich. Und nicht so typisch für Imperium. Immerhin sollte das Match im Ring beendet werden. Und ich glaube auch, Gunther wäre nicht so zufrieden. Aber Pinversuch hier von Wade Barrett. 1, 2, nein, das war es noch nicht. So leicht gibt sich Kaiser nicht geschlagen.
Kaiser auf dem Boden wieder, wird hochgehoben, um dann das Knie in den Brustkorb gerammt zu bekommen. Da lässt sich Red Barrett auch mal zurecht feiern. Ist nur von kurzer Dauer. Kaiser wieder an der Offensive. Barrett wird rausgeworfen. Wie ein nasser Sack. Da, ja, Ludwig Kaiser strotzt vor Selbstbewusstsein. Barrett kommt wieder in den Ring, aber weiter geht's. Bumphandle. Aktuell sieht es sehr danach aus, als ob Ludwig Kaiser hier das Match gewinnen wird. Er dominiert zumindest das Match. Das Knie ins Gesicht, das ist nicht so leicht dann natürlich für Red Barrett, da wieder zu Kräften zu kommen. Und oha! Von der Distanz trifft Kaiser. Eins, zwei. Nein, das war es trotzdem noch nicht. Da ärgert er sich. Red Barrett muss es jetzt irgendwie schaffen, wieder zu Kräften zu kommen, wenn er das Ding nur noch drehen will. Soccerball-Kick geht nicht durch. Okay, krass. Schlag von Red Barrett. Big Boot geht durch. Der Mann ist nicht ruhig zu kriegen. Red Barrett geht hier in die Vollen. Ist es das hier schon? Eins, zwei, nee, immer noch nicht. Barrett kann es nicht fassen. Will hier in die Ringecke? Will er den Bullheimer zeigen? Nee, aber Kaiser ist schneller. Konnte das Ganze. Fliegt auf Barrett, nutzt das. Eins, nee, das Momentum reicht nicht. Harter Tritt. Schöne Aktion von Barrett. Wieder der Pin. Also Barrett will um jeden Preis gewinnen, wie es scheint. Aber auch das bringt ihm nichts. Ablenkungsmanöver von Vinci, wie es scheint. Das möchte Kaiser nutzen, wird aber von einem Kick niedergestreckt. Wieder ist er auf dem Boden. Aber auch wieder keine Zeit für den Bullhammer. Auch wenn natürlich jetzt der Superkick ebenfalls sehr nützlich ist. Die Zeit nutzt Barrett, um die Fans ein bisschen anzustacheln. Eins, zwei und die Clothesline hinterher. Oh, nicht ins Gesicht von Kaiser. Ich glaube, das gefällt ihm gar nicht. Was macht Barrett immer in der Ecke? Will immer zum Bullhammer einsetzen, aber macht's dann doch nicht. Wieder die Kicks. Zwei, wieder die Clothesline hier. Was wird's jetzt? Der Wasteland, nicht der Bullhammer. Okay. Wasteland gelingt ihm. War's das? Eins. Vinci geht auf Turnbuckle. Zwei. Drei. Nee, auch Vinci konnte da nichts mehr ausrichten. Ringrichter war einfach zu sehr im Modus. Barrett gewinnt. Gunther taucht hier auf. Applaudiert ihm zum Sieg. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg heute Abend gegen meinen besten Mann Ludwig Kaiser. Du hast die Challenge gemeistert und das respektiere ich. Du hast dir die Chance verdient, gegen mich bei Hell in a Cell um die Intercontinental Heavyweight Championship anzutreten. Nächste Woche werden wir in diesem Ring zur offiziellen Vertragsunterzeichnung stehen. Dort werden wir die Bedingungen klären und du wirst sehen, dass ich keine leichte Aufgabe sein werde. Meine Intercontinental Heavyweight Championship bedeutet mir alles, Raid, und ich werde alles tun, um sie zu verteidigen. Nächste Woche sehen wir also hier die Vertragsunterzeichnung bei Raw. Barrett lässt sich jetzt nochmal feiern. Die Siegesfeier hat er sich auch verdient. Nächste Woche also geht's um alles. Das war's aber erstmal für die Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der vierten Episode von Monday Night Raw dabei seid. Ansonsten sage ich jetzt danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Enno.